Ja, willkommen zu einem kurzen Video unsererseits, weil wir hatten ein Problem, wie einige wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Wir konnten nämlich keine alten Konsolen und Computer aufnehmen. Genau. Kommen wir direkt zur Problemstellung. Wie ihr mitbekommen habt, wollten wir diesen und die PlayStation 1 nutzen, um unsere Replays aufzunehmen. Genau, aber das hat nicht geklappt. Wir hatten kein Bild, keinen Ton. Irgendwie war die Qualität schlecht. Die bisherigen Replays der relativ neuen Konsolen und auch der Retro-Mini-Konsolen haben wir aufgenommen. Bisher mit unserem TerraTech HD Grabster Extreme, was auch kein Problem war. Aber gerade für die alten Konsolen haben wir leichtes Aufnahmeproblem entdeckt. Eben, und das Ding ist eigentlich echt gut, nimmt in einer super Qualität auf, habt ihr ja auch gesehen. Also definitiv zu empfehlen für HD-Sachen, auch für SD-Sachen. Außer man bewegt sich in einer Auflösung, die jenseits von, 576p oder was auch immer ist, also da drunter, sprich, wie erwähnt, SNES, C64, PlayStation 1, dafür ist das Ding leider nicht so gut geeignet. Kommen wir zur Hauptproblemstellung. Alte Retro-Konsolen mit niedriger Bildwiederholung aufnehmen und schneiden, spielen, sonstiges. Da haben wir uns für euch Gedanken gemacht. Genau, und rausgekommen ist dabei so einiges. Genau. Wir sind dann durch halb Deutschland gefahren, um Dinger bei eBay Kleinanzeigen zu kaufen. Aber zuerst haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, welche Option gibt es. Ich dachte, wir sind einfach losgefahren. Nein, da möchten wir einmal einen großen Dank an unsere Twitter-Community auch loswerden. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Also maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unser Problem lösen konnten, hat die liebe Sarah B., Sir Pommes, The Crazy One, voll verpixelt, Yesterplay 80, Aldosni XD, NES Kommando und der verrückte Senat. Vielen Dank an euch für die Hilfe und Unterstützung. Es hat geklappt und wir zeigen euch jetzt mal kurz die beiden Wege, die wir uns ausgedacht haben und zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Ja, kommen wir zu den Lösungsansätzen, die wir hatten. Wir hatten zwei, die so in nähere Betrachtung gezogen worden sind. Das eine war, wir haben den Elgato HD30 uns angeschaut, beziehungsweise wurde uns genannt. Das heißt, das Gerät kann analoge Sachen aufnehmen. Wird, glaube ich, hier in Deutschland als Elgato Game Capture HD vertrieben. Nicht als ohne HD30. 30? Ohne 30, deswegen haben wir so wenig gefunden. Aber damit ihr Bescheid wisst. Das egal, war auf jeden Fall Variante 1. Variante 2 ist dann, wir haben den Ligavo Multi AV Switch, so ein Kasten. Der passt gar nicht ins Bild. Und schließen dann den Elgato Game Capture HD60 an von Elgato. Der heißt wirklich so, auch hier. Da gibt es diesmal kein komisches irgendwas. Ne? Jo. Dennis sagt ja. Und wir haben uns letztendlich für die zweite Variante entschieden, weil wir am Ende auch festgestellt haben, durch den Ligavo-Kasten ist die allgemeine Bildqualität auch besser als vorher. Obwohl man die Konsole direkt an den Fernseher anschließt, geht man eigentlich davon aus, sieht schon toll aus, aber mit der Kiste nochmal ein Tickchen feiner. Vielen Dank an Sarah B., die hat uns diesen Tipp gegeben für dieses Gerät. Alternativen wären Framemaster oder OSSC, die aber beide, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, einfach für das, was wir tun wollen, budgettechnisch nicht die optimale Wahl gewesen wäre. Also es wäre unverhältnismäßig mehr Geld gewesen. Noch nicht. Gebt uns euer YouTube-Money. Ja, genau. Natürlich mit eurer Unterstützung. Nein. Nein. Also haben wir die Sachen gekauft. Wolltest du in den Unterschied zwischen HD30 und der HD... Nee. Ne? Ist okay? Okay. Den interessiert doch kein Mensch. Ja, ist okay. Den und den. Ich habe jetzt noch die Verpackung zur Hand, weil das Ding ist jetzt schon aufgebaut und so weiter. Am Ende des Videos zeigen wir euch nochmal in einer kleinen Skizze und in einer kleinen Beschreibung, welche Geräte es genau sind, damit ihr auch, wenn ihr das gleiche Problem habt, wie kann ich Retro-Konsolen anschließen, aufnehmen und in einem guten Bild auf einem HD-Fernseher heutzutage spielen, damit ihr es auch nachvollziehen könnt, damit ihr nicht genauso ahnungslos in der Weltgeschichte rumsurft wie wir, kommt das am Ende nochmal in der kurzen Zusammenfassung. Wir haben für uns eine gute Lösung gefunden, wir haben es gerade ausgetestet. Ja. Auf Twitter hat man es schon gesehen. Und glauben auch, dass es zwar im Vergleich zu der Variante mit dem HD30, das ja eher ein analogen Aufnahmepart dabei ist, die bessere, etwas teurere, aber die bessere Variante ist, weil wir einfach ein bisschen flexibler sind. Genau. Es hat, finde ich, nur
für mich eigentlich im Vergleich zum TerraTech einen kleinen, klitzekleinen Nachteil. Der TerraTech hat halt direkt auf dem USB-Stick aufgenommen. Ich brauchte keinen PC dafür. Jetzt hänge ich hier einen PC oder ein Notebook dazwischen. Ist der Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, man sieht genau auf dem Bildschirm, was man da macht. Man hat Editiermöglichkeiten, Einstellmöglichkeiten direkt. Ist vielleicht manchmal auch eine kleine Hilfe. Hat beides seine Vor- und Nachteile letztendlich. Im Grunde ist aber das, was wir jetzt haben, schon fast die optimalste Lösung für unsere Verhältnisse. Genau. Vielleicht noch als kleinen Hinweis, der für uns uninteressant ist, aber das HD60 ist auch das optimale Gerät, wenn ihr live streamen wollt. Also wenn ihr mit einer Webcam angeschlossen Let's Plays machen wollt oder sowas. Das ist für uns eher uninteressant, aber das ist auch das richtige Gerät dafür. So, was brauchen wir? Wir nehmen neben der Konsole den Ligavoo AV8, Elgato HD60, ein Fernseh und ein PC oder Notebook. Anschließend verkabeln wir es so, wie hier abgebildet. Der Elgato HD60 splittet das Signal einmal zum Fernseh und einmal zum Aufnahmegerät. Mit der entsprechenden Software nimmt er dann das gezeigte Bild auf, während wir zeitgleich auf dem großen Fernseh spielen können. Wir bedanken uns nochmal in die Community für die tolle Hilfe und sagen Tschüss, bye bye. Lasst ein Abo da. Daumen ist auch gern gesehen. Und ansonsten freut euch auf kommende Replays, aufgenommen auf den Original-Retro-Konsolen. Natürlich, wenn wir das passende Futter haben, aber Turtles in Time haben wir schon mitbekommen. Das ist sehr gefragt und das werdet ihr auch zeitnah in Zukunft auch mal zu sehen bekommen. Deine Herzensgeschichte. Genau. Ja, also dann, bis dann.